Was geht ab, meine Seafighter aus hier und heute im Showcase zum neuen Samas. Endlich können wir uns den Boy mal etwas näher ansehen, deswegen würde ich sagen, verlieren wir auch nicht viel Zeit. Wir gucken uns erstmal alle Infos und Details zu ihm an, dann zeige ich euch ein, zwei Teamkonstellationen und dann gehen wir auch rüber in sein Showcase. Abgesehen von seinem genialen Artwork mit Goku Black Rose im Hintergrund ist auch sein Leader Skill wirklich genial. Denn er gibt den Dream of Gods Charakteren Key Plus 3 auf HP und Attack 170%, auf die Verteidigung 130% oder den Extreme Class Charakteren Key Plus 3 HP Attack und 120%. Und diese Kombination aus den beiden Leader Skills, sag ich mal, die ist genial. Denn sowohl die Dream of Gods Charaktere sind viele und gute Charaktere, sag ich mal, und auch die Extreme Class Charaktere, logischerweise gibt es viele, aber gerade die Kombination, dass man Extreme Class Charaktere mit Dream of Gods Charakteren kombinieren kann, das werden wir gleich sehen, das was ich meinte, das ist dann eben im Endeffekt wirklich genial, weil die Extreme Class Rotationscharaktere wirklich eine Bereicherung dann eben für dieses Setup sind. Jedenfalls mit der Super Attack macht er immense Damage, verringert stark die Verteidigung, greatly lowers Defense des Gegners. Das sind, by the way, seine Sets auf 55%, sind wirklich gute Sets, gute HP, hohe Angriffssets hat er auf jeden Fall. Dann mit der Passive ist es mit ihm folgendermaßen, auf den Angriff hat er immer 100% und eine Damage Reduction von 40%, wenn die HP 70% und drunter fallen, dann heilt er sich um 7% und wenn die Bedingungen stimmen, führt er eine Potara-Fusion durch und die Bedingungen sind ab Anbeginn der dritten Runde, das reicht und dann führt er die Potara-Fusion durch. Gucken wir uns gleich an, dann wird es zu Fusion Zamasu, was danach passiert. Link-Skills sind vorerst bei ihm, Power Best of by God, Cold Judgment, Prodigies, Godly Power, Dismal, Future, Fear and Fate und Fierce Battle. In den Kategorien ist er vertreten in Realm of Gods, Potara, Future Saga, Transformation Boost und Time Travelers. Dann, wie gesagt, ab Anbeginn der dritten Runde fusioniert er sich zu Fusion Zamasu. Was ändert sich hier an der Stelle? Die SA bleibt gleich, die Passive ändert sich, er bekommt, also die SA leuchtet zwar auch auf, aber er macht weiterhin immense Damage und greatly lowers Defense, nur leuchtet sie auf, weil der Name sich ändert. Was aber hier tatsächlich dann wirklich gravierender ändert, sage ich mal, ist die Passive. Er bekommt dann quasi Key plus 2 selbstständig auf den Angriff 120%, hat immer noch die Damage Reduction von 40% und wenn die HP 80% und drunter fallen, heilt er sich um 10%. Zudem hat er dann einen Active Skill. Diesen Active Skill kann er aktivieren ab Anbeginn der nächsten Angriffsphase. Und wenn er diesen aktiviert, wird er zu der, ja, Corrupted Version, nennen sie viele. Corrupted Zamasu, korrupter Zamasu. Den gucken wir uns auch gleich an, was er drauf hat. Link Skill, ganz wichtig, was hinzukommt, sind Nightmare, Fuse Fighter und Big Bad Bosses. Weg geht dafür Cold Judgment, Power Best of by God und Prodigies. Und diese Link Skills, die hinzukommen, sind wirklich atemberaubend und sehr wichtig. Alles andere bleibt so gesehen. Genau, und dann, wie gesagt, wenn man den Active Skill aktiviert, dann wird er zu Corrupted Zamasu. Was sich hier dann an der SA tatsächlich ändert, ist, er macht weiterhin immense Damage, tut aber nun massively die Verteidigung des Gegners senken. Das sind minus 80% oder 80% Debuff für 3 Runden, sage ich mal. Und die Passive. Er bekommt nun selbstständig Key plus 4 auf den Angriff 280%, hat eine Damage Reduction von 20% und tut dann noch den Guard des Gegners disablen, also deaktiviert so gesehen den Schutzschild des Gegners. Was heißt das wiederum? Das heißt, er greift immer an, als hätte er keinen Typen-Nachteil. Macht also so gesehen neutralen Schaden immer, mindestens. Und ja, zudem tut er noch den Angriff der Superclass-Verbündeten um 10% senken. Ist aber nicht allzu tragisch, denn wir werden eh gleich sehen, man behält ihn in der meisten Zeit mit einem Extreme-Class-Charakter in einer Rotation. Wenn ihr Dupes bei ihm zieht, Freunde, geht auf Crit, sodass ihr dann quasi maximal auf 15 Crit 11 Additional Attack kommen könnt mit 2 Dupes. Ansonsten, wie gesagt, bleibt alles gleich. Und ja, Freunde. Zamasu ist wirklich ein sehr genialer und gestörter Charakter. Das Überwältigende an ihm ist jedoch, finde ich, sein Leader Skill. Denn wenn wir jetzt ein Team bauen wollen, wenn wir uns erstmal die Realm of Gods Charaktere ansehen, dann kann man mit ihm am besten natürlich, am besten hält man mit ihm einen anderen Goku Black oder Fusion Zamasu in einer Rotation. Der Tech Fusion Zamasu teilt mit ihm 7 von 7 Linkskills, wenn der AGL quasi ab Anbeginn der dritten Runde auch zu Fusion Zamasu wird. Also er teilt jeden Linkskill, das ist quasi sein bester Partner. Jedoch, der Tech Fusion Zamasu ist nicht schlecht, aber es gibt bessere Charaktere, denn er ist wirklich nur offensiver Natur und hat kaum eine Defensive. Aber wir werden trotzdem gleich sehen, dass man mit ihm spielen kann. Man kann zum Beispiel, wie gesagt, den Tech Fusion Zamasu mit ihm in einer Rotation halten. Man könnte irgendein Rosé mit ihm in einer Rotation halten, sei es der AGL Rosé oder der Strength Rosé dann im Endeffekt. Man kann auch natürlich den Ingoku Black mit ihm in einer Rotation halten oder den physisch Goku Black jetzt nach seinem ICA. Geht natürlich auf jeden Fall auch. Dann,
Folgendermaßen, ich habe jetzt kein Ella Black, aber merkt euch, wenn ihr Ella Goku Black habt, dann ist das natürlich mit Ella Goku Black, die Rotation mit Ella Goku Black sieht einfach sehr schön aus und ist auch sehr gut mit Strength Rose. Also ihr könnt zum Beispiel in dem Team dann, sagen wir mal, in Goku Black mit Argel Zamasu in der Rotation halten und wenn ihr dann quasi Ella Rose hättet, den Strength Rose in der Rotation mit Ella Rose. Jetzt nehmen wir einfach mal an, Bioserie Ella Rose, Ella Goku Black und Rose. Das geht natürlich auch auf jeden Fall. Die zweite Rotation in dem Fall könnt ihr so drehen, wie ihr wollt. Ihr könnt zum Beispiel Beerus mit Issei Beerus in der Rotation halten. Ihr könntet Evo Vegeta mit zum Beispiel God Vegeta halten. Ihr könnt Evo Vegeta mit Ui Goku halten. Ihr könntet Ui Goku mit Jiren halten. Da geht da wirklich sehr viel in Dream of Gods Kategorie. Ihr könntet Vegito Blue mit Gogeta Blue halten. Das ist auch wirklich eine sehr gute Rotation und die gucken wir uns gleich näher an. Jedenfalls für dieses Showcase werde ich erstmal Fusion Zamasu in der Rotation mit ihm halten. Wir werden uns zwei Teams ansehen. Team 1 werde ich Dieter in der Rotation halten. Dann habe ich in der anderen Rotation in Goku Black mit Strength Rose. Das sieht schon bildlich einfach genial aus, findet ihr nicht? Zamasu, Fusion Zamasu in der Rotation, in Goku Black, Rose in der Rotation. Darum wird es mir quasi in diesem Team gleich gehen. Team 1 nenne ich es einfach mal. Dann nehmen wir natürlich zwei gute Support-Charaktere mit. Wir hätten zum Beispiel Supreme Kai of Time. Normalerweise sage ich immer Supreme Time of Kai, ne? Immer falsch. Supreme Kai of Time ist eine sehr gute Supporterin, können wir in das Team reinschmeißen. Oder West Kai ist auch ein sehr guter Supporter. Realm of Gods Charaktere Attack mit 40% und gibt zudem eine 7% in Crit-Chance hinzu. So könnte zum Beispiel das Team aussehen. Aber. Wir haben nicht Ui Goku als Leader, der nur der Realm of Gods Kategorie einen Boost gibt. Wir haben jetzt Zamasu. Und Zamasu gibt auch den Extreme Class Charakteren einen Boost. Und wenn ich hier zwei Supporter jetzt aussuchen müsste, dann kommen wahrscheinlich zwei Charaktere sofort in jedermanns Kopf. Zum einen können wir hier einfach einen Thales in das Team schmeißen und Issei physisch Kid Buu. Und das meinte ich, diese Kombination ist Ast. Rein, Freunde. Wir haben hier Thales Kid plus 3, 40% auf den Angriff und Kid Buu bei 80% HP und drüber 50% Attack und Death. Schaut euch mal diese zwei Rotationscharaktere an und das ist eben die geile Kombination aus Realm of Gods und aus den Extreme Class Leader Skill. Dank Zamasu. Dieses Team werden wir testen, weil ich finde, das sieht bildlich einfach genial aus. Aber wenn ich jetzt quasi aus meinen Charakteren das Beste drehen könnte, dürfte, dann würde das Team folgendermaßen aussehen. Ich sag mal ein, zwei Sachen zu diesem Setup. Dieses Set, wenn ihr die Auswahl an allen Charakteren hättet in der Realm of Gods Kategorie oder Extreme Class Kategorie in dem Leaderskill von Zamasu und alle wären auf 100%, dann würde das Team so aussehen, außer mit der Änderung, dass man statt der West Kai dann Thales mit reinnehmen würde, weil Thales dann logischerweise auf 100% ist und individuell besser ist auf 100% statt West Kai. Wieso nehme ich trotzdem West Kai statt Thales? Meine Charaktere sind nicht alle auf 100%. Mein Zamasu hat kein Dupe. Diese West Kai gibt Attack und eine 40% für Realm of Gods Charaktere und hat eine 7%ige Crit-Chance. Also gibt noch eine 7%ige Crit-Chance für jeden Verbündeten. Und da ich keine Dupes habe, würde ich das gerne mitnehmen. Aber der gravierende Punkt ist, warum ich das jetzt abgesehen von der Passive mache, ist, denn sie hat noch zusätzlich für Fusion Zamasu dann Godly Power in der Rotation. Heißt, meine Rotation ist Strength Rose, ich stelle ihn ganz links, lasse ihn ulten, dann kommt in der Mitte Fusion Zamasu und dann bekommt Fusion Zamasu ganz rechts noch Godly Power und so gesehen ist dann auch jeder Linkskill von ihm getriggert, weil Fusion Zamasu teilt sich 5 Linkskills, also nicht jeder Linkskill, sondern 6 von 7 fürs zweite bin ich getriggert, aber was Angriff Linkskill eben anbelangt ist, darum geht es mir. Denn jeder Zamasu teilt sich mit den Goku Blacks 5 von 7 Linkskills und das Big Bad Boss an Angriff Linkskill, Nightmare und natürlich hier Fierce Battle, abgesehen von Dismal Future Key plus 1 und Fiendfeld Key plus 2. Das war mir eben wichtig. Ich wollte auf jeden Fall Godly Power noch haben, wenn ich eben ihn nicht mit Tech Fusion Zamasu in der Rotation spiele. Lange Rede, kurz Sinn, die zwei Teams werden wir auf jeden Fall gleich testen. Wir gehen erstmal mit dem ersten Team in ein Event und dann nehmen wir das zweite Team und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Let's go. Alles klar, wir sind jetzt erstmal im Event von Trunks. Werden wir relativ schnell schaffen, denn wir haben ja hier an der Stelle genau den Dismal Future Link Skill, habt ihr auch schon gerade gesehen. Wobei ich mir gerade überlege, vielleicht tue ich das mal ein bisschen hinauszögern und ich lasse mal ein bisschen überleben, weil ich gerne die Rotation haben würde. In Goku Black mit Strength Rose und Tech Fusion Zamasu mit dem Zamasu, einfach bildlich gesehen. Dann gucken wir mal, ob wir das auch hier schaffen, ob wir die Transformation triggern können. Ich glaube aber nicht, weil wir das Event relativ schnell schaffen, aber nicht schlimm. Dann werde ich euch das separat zeigen und dann gehen wir noch mit dem zweiten Team rein. Jedenfalls, Dream of Gods, wie gesagt, Dream of Gods an sich hat er schon gestörte Supporter gehabt. Wir haben jetzt euch noch einen Topo drin, wir haben den World Tournament Goku Black und. Da gibt es Whis als Supporter, West Kai.
Supreme Kai of Time. Das sind wirklich sehr gute Supporter, aber eben diese Bereicherung. Guck mal, wir haben jetzt einen 50% Boost. Diese Bereicherung durch den Isekidbu, durch ein Thales, das ist halt gestört. Und da profitieren wirklich sehr viele Charaktere davon. Ich habe ja zu euch auch gesagt, man kann zum Beispiel eine Rotation spielen mit Evo Vegeta und mit dem Gott Vegeta. Aber besser wäre zum Beispiel Evo Vegeta mit dem Transforming Vegeta, weil die sind ja beide auch in Dream of Gods. Und da habe ich auch ein, zwei geile Szenarien gedreht. Am Ende des Videos, Freunde, werde ich euch noch ein, zwei Szenarien zeigen. Und da werden wir auf jeden Fall sehen, dass da echt was Geiles mit dem Team geht. Beziehungsweise mit der Combo der beiden Leaders geht. Okay, jetzt bin ich auch gespannt, was der Incoco Black hier drauf hat. Erste Runde in dem Reinkampf, 50% auf den Angriff. Der Incoco Black hat bei mir einen Dupe. Wir haben Metals in der Rotation. Rosé boostet ihn durch seine SA. Nein, ist das ein Rosé? Haut den um. Ich weiß nicht. Wir haben ja diesen Linkskill, der hier sehr effektiv ist gegen. Oh my god. Ja, okay, der muss. Ja, das hat Incoco Black. Der braucht ein bisschen, bis er sich sackt. Und. Incoco Black ist wirklich ein guter. Also, ist kein schlechter Charakter. Er ist ein guter Charakter. Aber das Problem bei ihm ist halt die Beschränkung seiner Transformation. Sechste Runde. Und dann 80% drüber HP, also da muss der HP noch 80% drüber sein. Ich meine, für das neue Goku-Event ist Incoco Black echt gut, weil er seine Verteidigung erhöht. Greatly, die ganze Zeit. Aber diese Beschränkung von der Transformation finde ich ein bisschen, diese 80% stören mich. Ganz ehrlich. Und die 6. Runde, das ist einfach zu viel. Aber gut, es geht nicht um Incoco Black heute, der ist einfach nur da, damit das Ganze optisch geil aussieht. In der Rotation haben wir jetzt, wie gesagt, die ganzen Samas. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, das werde ich euch nachher noch zeigen, wenn wir das hier nicht schaffen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen der beiden Zamasu, wie gesagt, durch den Egg-Skill transformiere, dann linken sie sich in der Rotation. Das ist wegen der Transformation so. Und hier linken sie sich zum Beispiel auch. Beide heißen ja eigentlich Fusion Zamasu. Eigentlich sollten sie sich nicht linken. Eigentlich sollte man sie gar nicht ins Team mitnehmen können. Aber das kann man, weil der Charakter am Anfang Zamasu heißt und erst durch die Transformation zu Fusion Zamasu wird. Und deswegen linken sich auch beide. Deswegen, das ist eben, das ist der Bonus an der Transformation. Das finde ich echt gut. Und ich finde es bei denen speziell gut, sowohl bei Zamasu als auch bei Trunks, dass sie einen Zamasu gewählt haben, Anfangskarte und Baseform Trunks, weil man dann andere Super Saiyan Trunks und andere Fusion Zamasu spielen kann. Genau, Freunde, ihr merkt auch schon, oh, das wird jetzt geil. Ah ne, ja, es geht. Besser wäre es hier zum Beispiel, wären wir erst über 80% und dann durch den Angriff unter 80%, dass wir da drunter fallen würden, sodass sich dann Big Bad Boss aktiviert, weil dann hätten wir noch den 50% von Kid Buu, haben wir aber nicht. Wir haben hier 30% Attack und Defense von Kid Buu, trotzdem ein sehr guter Boost auf jeden Fall. 1,8 Akkarte der und jetzt schaut euch Incoco Black an, der kam erst zweimal rein, 80% Angriff hatte, 1,7 mit einem Dupe, nicht schlecht. Ja, ihr merkt schon, das Trunks Event ging relativ zügig, aber mir ging es eben einfach nur darum, dass wir auch mal in Trunks sein Event waren. Jetzt gucken wir uns aber mal ein, zwei weitere Sachen an. Jetzt, was ich euch zeigen wollte, ist folgendes. Einen lässt sie durch den Axel transformieren, den anderen nicht. Und dann linken sie sich für diese Runde, das werden wir gleich sehen. Weil sich dann eine quasi transformiert und der andere eben nicht. Und das kann man auf jeden Fall auch so spielen. Hier sind dann auch natürlich 7 von 7 Linkskills getriggert. Wir haben Kid Buu in der Rotation. Heißt, wir haben 50% Attack und F. Sind wir über 80%? Ja, ich glaube, ja, wir sind über 80%. Genau. Was jetzt machen werde, ist aber, ich werde einen Ghost Ash aktivieren, weil ich würde dann gerne eben die Transformation von Incoco Black da mal in der Anmodation triggern. Ich finde das mit. Das mit Incoco Black ist so nervig, Freunde. Es ist ab Anbeginn der 6. Runde und dann muss die HP noch 80% und drüber sein. Das ist viel zu beschränkt. Würde ich jetzt kein Item aktivieren, dann würden wir sicherlich unter 80% fallen. Und ja, dann hätten wir das nicht gesehen, die Transformation an der Stelle, sag ich mal. Aber gut. Ja, 2,9, okay, nice. Ohne Big Bad Boss ist 2,9, genau, richtig. Nicht schlecht auf jeden Fall, das ist gestört einfach. Dieser Zamasu. Weißt du, was die da bei ihm gedacht haben, aber... Oh, jetzt komm her! Geil. Das ist halt auch gestört, weil die zwei linken sich jetzt auch... Schade, dass hier kein Supporter drin ist, aber schaut euch mal diese Rotation an, wie geil die einfach aussieht. Oder findet ihr nicht? Die sieht doch... Das meinte ich halt, das Team habe ich so gebaut, weil es einfach nur optisch genial aussieht. Funktioniert aber natürlich auch, ne? Es ist wirklich ein sehr gutes Team, also man kann es auf jeden Fall so spielen. Oh, warte, wir bekommen jetzt wahrscheinlich viel Schaden. Egal! Bekommen wir dadurch Big Bad Boss? Ja. 1,76 kam der, okay. Jetzt bin ich gerade auf was der Int kommt. Der Int hat einen Dupe bei mir. Der ist Strength nicht. Wir haben leider keinen Support in der Rotation, schade. Aber 2,2, sehr schön. 50% Chance zu kritten. Genau das will ich sehen, Junge. Runter mit dieser Masse hier. Und die SA ist so godlike. Ah, boy, gib uns doch einen Crit, man. Warum geierst du mit einem Crit? Oh, mein Gott. Naja. Genau, das wollte ich eben auch noch zeigen, Freunde. Die Zeit.
dass man das auch so spielen kann mit den Transformationen. Jetzt würde ich aber sagen, gehen wir mal in das zweite Team. Okay. Ah, warte, nee, die Rotation machen wir so behalten, richtig. Wir lassen Vegetable mal ein, zwei Mal angreifen, dass er auf seine Stacks kommt. Wir werden... Freunde, diese Rotation macht so viel Schaden. Gogeta Blue und Tag Vegeta Blue. Gogeta Blue macht einfach sehr effektiven Schaden. So oder so. Vegeta Blue, nach ein, zwei Runden hat er auch seinen Angriff. Stackt er auch seinen Angriff. Maximum ist ja 150% durch die Passive. Dann hat er noch seine Additional Attacks. Und dann kann er noch quasi... erhöht er noch pro Super-Attack, den er macht, seinen Angriff und die Verteidigung. Also der wird nach ein, zwei Runden auch zu einer Maschine auf jeden Fall. Und in der Kombination mit Gogeta Blue, Fierce Fighter, Open Flash, Fierce Battle, Vanguard, Super Saiyan, Vanguard, also ich transformiert noch Warrior Gods. Die Rotation ist eine der geilsten Rotationen in Dokkan. Ihr merkt es auch schon, guck mal. Das ist gestört. Oh! Samus! Der ist ja gegen Goku, ne? Ja, gegen Genkidama Goku, sag ich mal. Der darf uns nicht one-shotten, sag ich mal. Wo greift denn der Dackel an? Oh je. Ah, ich gehe da auf Nummer sicher. Ich mache keine Faxen mehr wie das letzte Mal. Nee, Spaß. Ja, wir gehen da auf Nummer sicher auf jeden Fall. Danke für die ganzen lieben und vielen Orbs. Unglaublich, echt. Oh mein Gott. So, aber hier will ich einen Strength Rosé noch eben sehen. Und wenn Strength Rosé da reinkommt, habe ich dann eben noch Westkai, die Godly Power für den Zamasu gibt. Das ist mir wichtig, das werden wir gleich sehen. Das auf jeden Fall was ausmacht, sag ich mal. Und ja, den Actress haben wir noch nicht gesehen. Das war aber abzusehen, weil das Trunks Event geht relativ schnell mit dem Zamasus. Oder mit dem Goku Black, mit diesem Future Links, sag ich mal. Aber das werden wir hier jetzt bei Ui Goku auf jeden Fall sehen. Oh, sehr schön. Es sei denn, hier ist halt einfach zu viel Pow. Wir sind... Ah, schaut jetzt her, Freunde. Gogeta Blue und Vegeta Blue profitieren jetzt von 50% Attack und Defense durch Kid Buu. Wisst ihr, was jetzt... Oh mein Gott, schaut euch das jetzt an. Und der ist noch nicht transformiert. 1,9, nicht davon irritieren lassen, er macht halt immer sehr effektiven Schaden. Das ist das Gestörte an Gogeta Blue. Sehr effektiven Schaden hier einmal raushauen, bitte. Bam. Danke, ey. Okay, ja, danke schön. Ja, Uigoku ist tanky, okay. Uigoku ist tanky, das Event ist tanky. Das wissen wir. Normalerweise kommt natürlich viel, viel mehr bei raus. Der darf eins einmal ruhig angreifen, mein Boy. Erhöhe schön deinen Angriff. Oh, das wird wehtun. Das wird trotzdem wehtun. Wird auf jeden Fall trotzdem. Aber in den Stimmen, wisst ihr warum? Dann haben wir für den nächsten Big Bad Bosses. Yep. Ja. Ja, nächste Runde wird geil. Schaut jetzt her, das ist das, was ich meinte jetzt. Nächste Runde. Und zwar, Strength Rosé ganz nach links stellen. Warum? Denn durch sein Esse gibt er jetzt auch einen Boost. Wir haben noch Godly Power für Zamasu. Wir haben jetzt sein Active Skill. Horchet her, Ningen. Das ist so gestört. Und jetzt schaut er, was hier. Jetzt bin ich schon auf seinen Angriffsstats. Schaut er, das ist mehr oder weniger sein bestes Szenario so in meinem Setup, sag ich mal. 55% vorne. Der sollte auf die 3,5 kommen. 1,95, sehr schön. Big Bad Boss aktiviert. Er gibt jetzt auch einen Boost für den Zamasu in der Mitte. Und der kommt dann auf 3,54. Leco Mio. 3,54 auf 55%. Aber jetzt eskaliert alles. Jetzt ist Sensei. Gogeta Blue mit Tech Vegito Blue in einer Rotation. Leider kein Supporter. Leider kein Supporter. Aber das ist im Prinzip nicht allzu tragisch, denn das wird trotzdem eskalieren jetzt. Und das ist, ihr müsst euch überlegen, die Rotation profitiert dann eben von noch von einem Kid Buu Supporter oder dann, ja, Thales oder an sich einen guten Extreme Class Supporter. Ich hoffe, der bekommt keine Super Attack. Na, darfst aber ruhig angreifen, dann Angriff steigern. Verdammt! Ui Goku! Lass den Käse! Der bekommt sehr viel Schaden jetzt. Das ist halt das Problem mit Vegeta Blue. Ui Goku, aber dafür haben wir Gogeta Blue dann. Zack, komm ran. Brr. Garantiert er kriegt jetzt. Junge, weg mit dir.
Der ist so ein Monster. Es ist einfach so ein Monster, der Junge. Es ist unglaublich. Schade, ich würde eigentlich Tiro dazu gerne noch mit Supporter sehen. Ich glaube, ich habe ein Szenario schon. Ich glaube, ich habe ein Szenario, wo ich das vorbereitet habe. Also wenn wir es jetzt hier nicht schaffen, dann kann ich es euch trotzdem gleich zeigen. Jetzt Gogeta Blue mit Tech Vegito Blue Rotation. Wisst ihr, was das heißt? Das werdet ihr gleich sehen, was das heißt. Deutsche Maschine. Ja, ja. 100% Crit. Und die zwei Charaktere profitieren jetzt von dem Issei Kid Buu. Von dem Issei Kid Buu Supporter. Leider war jetzt Kid Buu oder unsere HP nicht über 80%. Heißt, wir haben nicht die 50% Attack und Defense, sondern 30% Attack und Defense. Habt ihr das gesehen? Der hat alles links und rechts gedosht. Steiger dich mal, Boy. Steiger dich. Greif an. Greif so oft an, wie du willst. Fertig. Die haben keine Chance. Komm, komm, komm. Es ist so gestört, ey. Da geht noch so viel eigentlich. Okay, 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 okay. Let's go. Ah, jetzt Kid Buu zwar drin, aber der hat leider nur 30% Attack und Defense, weil wir unter 50% sind. Nicht schlimm. Wenn Uyoku das überlebt, dann sehen wir das vielleicht nächste Runde noch mit einem guten Supporter, mit West Kai. Falls es überlebt, schauen wir mal. Aber ansonsten, Freunde, ihr merkt schon, also Realm of Gods Team, das ist einfach eine Bereicherung durch Zamasu's Dita-Skill. Realm of Gods hatte eh viele Goku Black Charaktere und Zamasu links eh mit denen gut, das ist sehr, sehr gut. Jetzt kommen noch Extreme Class Charaktere mit reinnehmen, das sind sehr gute Support Charaktere. Der ist so 3 Millionen mindestens immer so am Start in seinem Team. Auf 55%, Freunde, das ist... Das ist so vom Radar her, was auf dem Radar steht, ist einfach so LR-Status, sag ich mal. Aber gut, lass uns am Ende dann noch quasi ein, zwei Szenarien anschauen, die ich kreiert habe. Hier haben wir, wie gesagt, jetzt auch mit dem Fusion-Samasu, er bekommt dann Big Bad Boss über die Zeit weg. Wir haben 50% Attack und Defense von Kid Buu. Sollte auch auf so 3-4 kommen. Warum habe ich dieses Szenario kreiert? Ich habe mich halt gefragt, okay, spiele ich dann legit habe ich mehr davon, wenn ich Fusion-Samasu mit den Zamasu spiele, weil dann 7 von 7 Linkskits getriggert sind und dann noch eben ein Supporter im Spiel ist, oder, also mehr davon meine ich einfach, ich wollte es einfach auch bildlich sehen, oder ist es so, wie ich mir denke, trotzdem 3,4, okay, mit Strength Rosé in einer Rotation besser, weil Strength Rosé dann individuell auf jeden Fall stärker ist als Tech Zamasu und dann durch seinen Boost hier noch einen sehr guten Boost für ihn gibt. So, das ist also eines dieser Szenarien. Dann habe ich hier zum Beispiel noch jetzt das, was ich eben vergleichen wollte, aber ohne Big Bad Bosses. Okay, was machen jetzt hier gleich ohne Big Bad Bosses? Aber mir war auf jeden Fall wichtig eben, dass ich Godly Power noch am Start habe mit der West Kai an der Stelle. Und ohne Big Bad Bosses kommt dann unser Boy hier an der Stelle. 3 Millionen sollten mindestens, glaube ich, drin sein. 3 Millionen, tatsächlich, genau 3 Millionen, sehr gut. Ohne Big Bad Bosses. Dann hatte ich mal so ein Szenario, wo ich zwei Supporter in der Rotation hatte, auf Big Bad Bosses runtergefallen bin. Das will ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen, um dann quasi auch mir auch da klar zu machen. Oder dann quasi denen, die sich das fragen, wie oder kann das Strength Rosé toppen in der Rotation? Weil hier haben wir jetzt hier zwei Supporter, 50% Attack und Defense und 40%. Und dann kommt noch Big Bad Bosses hinzu, weil Kid Buu hier Schaden genommen hat. Auf was kommt er denn? Denn er hat Big Bad Boss 3,52. Merkt mich diese 3,52, beziehungsweise haben wir im Schock ist gerade eben gesehen, trotzdem tut das die Rotation mit dem Strength Rosé top hin, der kommt auf 3,54. Und natürlich nehme ich dann auf jeden Fall, natürlich nehme ich dann auf jeden Fall quasi einen Strength Rosé mit und spiele den in der Rotation mit Zamasu, statt so diese Supporter-Konstellation, weil da die Rotation bekommt natürlich viel Schaden durch den Kid Buu, sage ich mal. Aber genau, was ich dann quasi zeigen wollte, war eben diese Rotation, die wir auch gerade gesehen haben, das ist einfach so, finde ich, so von der Rotation her für Zamasu wirklich am genialsten, was man für ihn machen kann. Wir haben Strength Rosé in Rotation mit ihm. Strength Rosé ist ein sehr starker Charakter, boostet ihn durch seine SA. Zamasu kommt dann eben auf 3,54, besser als das, was wir gerade gesehen haben, durch Godly Power Link Skill und eben durch den Boost von der netten Dame. Mir war eben einfach Godly Power wichtig, dass ich das habe. 3,54, Freunde. Das ist im Prinzip nicht. Das ist gestört, weil ein Dokkan Fessel Charakter auf 55% auf 3,54 auf dem Radar, das ist astrein. Aber wie gesagt, es gibt auch noch Charaktere, die eben von diesem Kid Buu Support profitieren. Und da habe ich mal gucken, dass ich zum Beispiel sowas kreiert, die Vegeta in einer Rotation. Und dieser Vegeta profitiert jetzt einfach von 50% Attack und Defense dank Zamasus Leader Skill. Und jetzt schaut mal, was der quasi zustande bringt. Der Transform Vegeta hat bei mir zwei Dupes. Wie viel Angriff und Verteidigung der jetzt schon hatte. Und es ist einfach nur genial. Also die Kombination von Leader Skill, davon bin ich echt ein Fan. 4,5, Freunde. Davon bin ich echt ein Fan geworden. Von der Kombination einfach Realm of Gods und Extreme Class. Das ist wirklich
Da kann man wirklich sehr viel machen. Ja, Freunde, so viel dann auch zum Showcase zu Samas. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr ganz auf jeden Fall gerne ein Like geben. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.